So, Prost, Glück auf Grill und Happy Birthday. Darauf ein Stauder. Und auf jeden Fall mit Currywurst. Currywurst ist sowas Geilste, was es gibt an Essen, ne? Absolut, zweifelsohne. Ich bin ja selber Koch, ne? Ja. 2-1, hier ist er, der Ruhrpottologe und Potteinander. Endlich haben wir es geschafft. Einmal wir, zusammen zu sein, wenigstens. Wir sind hier zusammen. Aus dem oder Geburtstag, einjährigen genau. Vom Glück auf Grill. Und zwar nach der Renovierung. Ja. Der Erik Jäger, neuer Betreiber. Der Patrick Schürhoff als Eigentümer. Den habe ich noch gar nicht gesehen, wo der Chef ist. Keine Ahnung. Aber der ist auf jeden Fall nicht Pommesbraten. Ja, ich weiß auch nicht, aber... Er muss noch Schuhe verkaufen, glaube ich. Frisch gezapftes Schnauder, wunderbar, Currywurst, pur, mal ohne alles, wunderbar. Und jetzt geht es erstmal ein paar Meter am Kanal. Genau, wir sind vom Kanal gekommen, schöner Weg. Ja, sehr, sehr geil. Und ich glaube, das ist ja nur ein Steinwurf weit entfernt. Ansonsten, ja. Hier die historische... Warst du da auch schon mal? Du gehst da durch, ich bin ja mit Patrick am Podcast, sind wir da vorne, siehst du ja, das? Ja, ja. Da gehst du rechts rein, dann gehst du direkt auf den Kanal zu, kannst über die Brücke Richtung Dorsten. Oder gehst vorher rechts ab, dann gehst du ja auch Richtung Dorsten, aber dann musst du nochmal über die andere Kanal. Ja, wir machen, glaube ich, so eine popelige 6 Kilometer-Runde. Ansonsten der historische, was ist das, Ortskern oder der Brunnen? Herwes, ist ja nicht Dorf Herwes, Herwes, aber ist Stadtteil Herwes. Ja. Und da hast du und ich vorher ja auch noch Fotos ja. gemacht. Da sind wir jetzt gerade hergekommen, meine Frau kannte das nämlich noch gar nicht. Und du kannst ja auf die andere Seite zum Zechengelände. Ja. Da könnt ihr auch was futtern. Naja, also wenn ihr hier gegessen habt, könnt ihr da drüben keinen Burger mehr essen. Also, jo, ist also schön, da auch mal die Maschinenhalle zu sehen. Was gibt es sonst noch? Was ist das, Leopold? Fürs Leopold ist fürs das. Fürs Leopold, ja, auch schon mal ein Video zugemacht. Hier natürlich ebenfalls ein Pommes-Talk. Schaut mal rein im Kanal. Ansonsten verlinken wir das Ganze. Und lasst mal einen Gruß beim Ruhrpathologen da. Lass mir mal einen Gruß und potteinander.de ne? und bei mir ruhrpottologe.de. Und ich sag dir jetzt auch noch mal eins, das hat sich überschnitten. Du hast ja immer, ich mache ja auch Pottbude und so. Ja, ja. Dir zu Ehren mache ich das raus und werde das nicht mehr Pott nennen. Ja. Weil du sollst dein Potteinander mit Punkt da haben. Und jo, wir haben uns. Meins ganz normal Kunst und Kultur, Städte und so weiter nennen. Damit ich besser gefunden werde im Internet als du. Ja, man macht ja, wie gesagt, man kann nur voneinander lernen. Das ist aber auch mal schön, wenn man sich persönlich trifft und austauscht. Ähnlichkeiten gibt es immer. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Nein. Das ist, wie gesagt, für eine Sache sind wir gemeinsam da. Wir stehen für einen Ruhrpott, Ruhrpottologe. Genau. Und das rühren wir von voneinander. Ja, vielleicht machen wir doch nochmal eine Wanne. Seit 2 Jahren versuche ich das ja mit ihm, aber er hat ja keine Zeit. Quasseln uns hier auch schon wieder fest. Okay, haut rein, macht euch ein und kommt noch vorbei. Morgen geht es hier auch nochmal weiter. Auf eine Currywurst, auf einen Pilzken, es gibt eine Tombola, es gibt nette Sachen zu gewinnen. Das ist alles für einen guten Zweck. Guck mal hier. Was heißt das? Glück auf. Richtig. Jawohl. Ciao. So, ja, Lippe, die Annika sagt es schon. Wir sind noch ein bisschen am Kanal unterwegs. Wir waren beim Glück auf Grill, wie gesagt, Geburtstagswochenende, ein Jahr unterm neuen Betreiber. Wir haben eine nette Runde rausgesucht. Die gehen wir jetzt. Hier angefangen, hinter mir die blaue Brücke. Und das ist die Lippe. Also Lippe, Lippe. Los geht's. Ja, milde 20 Grad, Nieselregen. Ich glaube, wir sind endgültig im Frühling angekommen. Dorsten, Stadtteil Feldmark, Kreis Recklinghausen. Schön hier. Dicke Pötte gucken. Hier am Wesel-Dattel-Kanal. Weiter geht's zur Schleuse Dorsten. Ja, ist das nicht herrlich? Samstags 18 Uhr, die Leute gehen in die Kirche, die Glocken läuten hier im wunderschönen Dorf Herwest. Hier hört die Kirchengemeinde St. Paulus, das ist eine offene Kirche, wie ich gerade lese. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Geräusch. Da geht mir doch gerade das Herz auf. So, genug Sport für heute. Und für die reifere Generation unter euch, der Trimm-Dich-Fahrt natürlich. Und naja, ab und zu kann man noch mal so ein paar Zeitfolgen hier am Wegesrand sehen.
Ja, kleine Runde mitten in Dorsten am Kanal. Viel Kanal haben wir irgendwie nicht gesehen. Dafür sind wir viel über Straße und über Asphalt gelaufen, haben also uns das Dorf Herwes so ein kleines bisschen angeschaut. Und jetzt geht es hier auch direkt schon weiter ins angeschlossene Naturschutzgebiet. Ich habe wieder Bock auf eine Pommes und auf eine Currywurst. Die erste, die ist ja schon wieder weg. Macht euch ein schönes Wochenende. Vergesst immer das Rausgehen nicht. Bleibt gesund und munter und schaut demnächst auch wieder rein. Vergesst natürlich die Videos vom Pommes Talk nicht. Bis dahin, euer Schrömi von Potterlander. Ciao.